Ich begrüße euch Leute zu einer weiteren Runde Jill, denn wir spielen heute gegen den guten Schattenspieler und ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Das wäre durchaus eine schöne Sache und natürlich nehme ich nicht Hand und in den Faust. Ah, okay. Wir fangen an und wir spielen Gadget Rank 4XE Brilliant Turbo. Warum spiele ich das? Weil ich Lust dazu hatte. wir haben eine ultra scheiß Hand, muss ich sagen. Also Gofu ist ja gut, aber ohne Brilliant ist schlecht. Und wir haben auch den Clown gezogen, der da nicht hingehört. Okay. Ich weiß schon, dass dein Deck ein bisschen stärker ist als meins. Wir spielen beide Low Meter, weil ich absolut keinen Bock hatte auf Zodiac Spam. Schon wieder. Nö, da will ich ehrlich gesagt gar nicht anfangen in der Drill mit. Das spiele ich nicht gerne. Und ja, das werden wir dann uns mal anschauen, abseits der Jill, Zodiac und Co. Die Meta generell werde ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen im Laufe dieses Jahr, dieses Jahres, aber aktuell noch nicht. Und ich habe gerade Lust, Low Meta zu spielen. Er wollte nicht, aber jetzt tut er es doch. Und ich habe ein schwächeres Deck als er, das weiß ich bereits, weil wir uns abgesprochen haben. Und naja, wie es halt so ist, die genaue Deckstärke anzugleichen. Einer muss meistens ein bisschen nachgeben, das habe ich dieses Mal getan. Deswegen, ja gut, ich wollte nicht schon wieder Satellite spielen. Ich hatte Bock, was zu spielen, was ich im Real Life auch habe und Gadget ist dann natürlich eine Option. Ja, ich könnte jetzt theoretisch natürlich den Gear Giant machen. Da hätte ich allerdings in seiner Runde absolut keine Gate. Ansonsten könnte ich den Abstrader machen, das wäre aber gegen viele Decks natürlich dann nicht so gut, je nachdem was er spielt. Ein Rafflesia hinzulegen wäre okay, aber auch nicht top. Ich lege eine Rafflesia hin. Klar, ich habe jetzt nicht direkt ein Follow-Up-Play, aber durch den Gofu habe ich so ein bisschen ein Follow-Up-Play auf den zinnoberfarbenen Drachenmech. Und ich denke, dass Rafflesia ganz gut ist. Wir haben jetzt halt leider den Brick gezogen, 5 Monster, das ist halt so scheiße, wie es nicht behinderter sein kann, gefühlt. Ich meine, immerhin XE-Plays, okay, das ist ganz nett, aber das hat man eigentlich immer, ja. Man möchte wirklich hier starten mit Brilliant Gofu, das ist Dönerhand und ansonsten wenigstens Brilliant. Und wenn man das nicht hat, ist es ein Rang 4 XE-Deck mit eventuell Backrow, die ich nicht mal gezogen habe. Also entweder die Backrow oder Brilliant muss man ziehen oder Maxi. Also das ist schon sehr wahrscheinlich und ich wusste, dass er sowas spielt, okay. Bei der Absprache der Decks haben wir festgestellt, dass sein Deck stärker ist als meins. Und ich habe von Glut gesagt bekommen, dass es sich dabei um ein sehr schnelles Deck handelt, was halt schnell Kills raushauen kann. Und da war mir schon klar, okay, Lunalight, Fluffle oder ja, Phantom Knight Turbo oder so. Irgendwas, was halt schnell Kills raushauen kann. Ja, das ist halt alles stärker als das, was ich spiele. Aber ganz ehrlich, wir spielen jetzt noch insgesamt in der Jill 3 Runden. Und den Sieg kann ich mir nicht mehr holen. Ich habe insgesamt 5-mal verloren, was nicht an mir liegt. Den Tech-Duell-Tag konnte ich nicht wahrnehmen. War unmöglich, weil ich, wie gesagt, kein Internet habe. Das wisst ihr. Dementsprechend ist es für mich unmöglich, ja, ein Tech-Duell zu führen. Das geht einfach nicht, weil du musst halt mit deinem Gegner reden können. Das ist halt elementar. Und dementsprechend musste ich da aussetzen, wodurch ich wieder einen Game Loss bekommen habe. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, wir gehen die letzten Runden ganz gechillt an und ich werde einfach mal schauen, was passiert. Ich werde vielleicht mal ein Pan-Deck auspacken, ich werde vielleicht mal eine schöne Runde spielen, eine Fun-Runde spielen und wir gucken einfach mal, was passiert. Vielleicht gewinne ich ja sogar, ja, die eine oder andere Runde noch. Wenn ich jetzt immer verliere, kann ich sogar noch mit einer negativen KD rausgehen, wird vermutlich nicht passieren, wäre zumindest irgendwie traurig, aber selbst wenn, dann ist es halt so, ja, dann ist es halt so. Ich denke, wir haben oft genug bewiesen, dass Low Meter mir ganz gut liegt. Wir haben schöne Matches gehabt in der Jill und die Frage ist halt immer noch, gibt es eine Jill 3 und wird die mit mir stattfinden? Mittlerweile tendiere ich eher zu nein, liegt daran, dass ich bald Internet habe und dann kann ich was mit anderen YouTubern machen, wann ich möchte und dann bin ich auf sowas hier, bin ich darauf gar nicht angewiesen, auf die Jill. Klar, die ist schön, die hat was, da ist auch eine gute Idee dahinter, aber man muss es ja nicht machen. Man kann auch genauso gut Special-Videos machen, abseits von solchen abgesprochenen Runden in der Meta oder Low-Meta. Das muss nicht sein. Das kann man auch anders lösen und da kann man auch coolere Sachen machen, als solche statischen Matches ohne, ja, Commentary von meinem Gegner, wegen Internetproblemen.
Ja, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher und es ist ja überhaupt noch nicht gesagt, ob es überhaupt eine Jill 3 gibt. Also, wenn es keine gibt, dann gibt es logischerweise sowieso keine Jill 3 mit mir. Von daher ist es dann auch Wayne. Wir hoffen jetzt mal, dass wir nicht OTK sind. Das wäre minimal lame. Aber gut, mal schauen. Wir spielen gegen Fluffle. Möglichkeit ist down. Wir können jetzt eh nichts mehr behindern. Ich war ja gezwungen, hier die Rafflesia zu zünden. Und ich denke, ich war auch gezwungen, ihn zu banishen, weil ihn verdeckt zu setzen, hätte ihn nicht daran gehindert, den weiter weg zu fusionieren. Sollte zumindest nicht. Aber ist das Kill? Nö, nicht wirklich, oder? Was jetzt wichtig wäre, wäre tatsächlich Blechgoldfisch zu ziehen. Gold, Silber oder Kagetokage. Wenn ich überleben sollte. Ich weiß gerade nicht, ob ich überlebe. Moment, hat er jetzt gerade 5 Stück gebanished für den? Wenn ja, dann bin ich RIP. Dann ist es ein wunderbarer OTK. Ja, ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass es eine sonderlich schöne Runde wird gegen Schattenspieler. Keine Ahnung. Wir haben lange drüber geredet, was wir spielen wollen und ja, ich bin RIP. Ob Low Meta oder Meta und er wollte halt wirklich, er hat sich sehr stark versteift auf die Meta. Weil er das Low Meta nicht so mag. Okay, ich mag halt das Meta nicht und ich konnte ihn überreden. Und ja, RIP. Ja, gut, mit der Starthand war nichts zu machen. Schlechte Starthand und schwächeres Deck. Ich würde sagen, wir nennen das Ganze mal Schattenspieler 1. Oder Schatten 1 reicht auch aus. Und dann zeigen wir mal eben. Okay, er spielt ein schönes Deck. Was wollen wir denn dagegen machen? Wir könnten ihn first gehen lassen. Ich denke, das werde ich sogar tun, weil dann kann er nämlich kein OTK drücken. Und ich kann vielleicht mit Maxi ein bisschen rumnerven. Ja, ich hatte gehofft, er spielt Monarchen, deswegen die drei Masken, ne? Ich hatte auch deswegen den Wailer drin. Macht das gegen ihn Sinn? Naja, okay. Busy. Busy schon, ja. Busy schon. Flying Sea. Nee, macht keinen Sinn. Kaijus. Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel sein, ne? Ich lasse die beiden Twin Twister drin auf jeden Fall, falls er jetzt hier anfängt mit Aids Action. Wie ich auch in jeder verdammten Runde der Jill, ne, immer das Nicht-Fusionsgebiet drin habe. Aber wenn ich dann wirklich gegen Fluffle spiele, habe ich es nicht drin, natürlich. Naja. Hätte ich reinpacken sollen. Aber ich wollte die Liste nicht mehr ändern, sowieso. Nachdem ich dann erfahren habe, dass es sich um ein FTK-Deck handelt, sonst hätte ich natürlich hier das Nicht-Fusionsgebiet reingetan. Aber gut, ich weiß nicht, was ich sein soll, ehrlich gesagt. Mit seinen Monstern werde ich fertig, ich muss nicht zeigen. Ich habe nichts gegen ihn. Nichts wirklich Gutes, finde ich. Okay, Big in Second. Big in Second haben die Brilliant Fusion gezogen. Gut, das ist durchaus solide. Und wir lassen ihn first gehen, damit er hier nicht den OTK drücken kann und wir auf jeden Fall eine seiner Runden überleben. Und dann versuchen wir mal in seiner Runde ihn irgendwie zu punishen. Also, ich werde ihm schon irgendwas hinlegen. Wir schauen mal was. Also, ich muss sagen, die Rafflesia, die hat mir ganz gut gefallen. Die hat ihm zumindest ein bisschen wehgetan. So ein Cosmic Cyclone wäre natürlich auch schön. Wie er auch Brilliant spielt, ich find's geil. Brilliant Mirror Match. Also wie gesagt, ich bin der Jill gegenüber relativ offen, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Wir haben hier sehr statische Matches drin, die mir nicht so gut gefallen. Und ich hoffe, dass wir wirklich im nächsten Jahr was anderes machen. Ja, dass man sich zusammenschließen kann, was anderes zu machen als diese Turniersache hier. Das ist nicht ganz das, was, glaube ich, perfekt ist für deutsches Yugi-Tubing. Weil im Endeffekt machen wir die Matches zusammen, aber wirklich was zusammen machen wir dann irgendwie doch nicht, ne? Habt ihr wirklich viele Features gesehen innerhalb der Jill? Ich persönlich nicht. Okay, jetzt beim Tech-Team natürlich ein bisschen, aber abseits davon, haben viele Yugi-Tuber etwas mit anderen Yugi-Tubern gemacht, was vorher nicht der Fall war? Habe ich jetzt nicht viel von mitbekommen. Ich werde im kommenden Jahr sehr viel mit anderen YouTubern machen, allein deshalb, weil ich öfters mal Besuch haben werde und weil ich auch schon bei einigen Sachen zugesagt habe. Coole Projekte und Special-Videos auf anderen Kanälen und so weiter. Also da wird einiges kommen und der First Turner von ihm ist scheinbar doch relativ solide, aber ich denke mal, es war gut so, ihn First gehen zu lassen. Wie gesagt, die Chance auf Maxi in meiner Starthand war gegeben und ja, vielleicht hätte ich die Wailer reinsetzen sollen. Keine Ahnung. Ist okay. Ah, es wird eine lame Runde, glaube ich. Okay, es passiert gar nicht mehr so viel.
Das war ja auch der Gedanke dahinter. So, wenn die Karte zerstört ist, dann kann sie sich wiederbeleben. Okay. Alles klar, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz lame an und machen Gold, Silver und dann Green. Ich denke, das wird eine recht solide Runde tatsächlich, wegen der Brilliant. Ja, wenn er jetzt das Maxi hat, dann GG. Dann GG. Dann hat das sehr stark verdient. Okay. Das war interessant. Ghost Ogre. Das tut mir jetzt nicht allzu sehr weh, muss ich sagen. Das ist okay. Geht eher ein bisschen minus. So. Finde ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt, gegen mein Deck. Ja gut, wenn ich nur ein Pärchen hätte quasi. Gold und Silber und halt ein Gadget dazu. Dann kann das schon ganz gut outen, aber ich weiß nicht. Brilliant Fusion. Möchte ich dich sofort zünden? Eigentlich schon. Was hindert mich daran? Eigentlich gar nichts. Wir machen das mal. Legen den Garnet in den Grave und den Trick Clown, wie sie es gehört. So, dass ich denken, okay, Brilliant Mirror Match. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich was für Schattenspieler mache. Der hat ja eine kleine Webserie gemacht aus der gesamten Jill, was ganz cool ist. Ich denke, ehrlich gesagt, gerade eher nein. Hat verschiedene Gründe, vor allem, weil ich halt selbst gerade an viel arbeite. Und vielleicht habe ich da einfach nicht die Zeit zu aktuell. Das kann gut sein. Ihr wisst ja, ich bin gerade in meinem YouTube-Jahr oder habe es gerade begonnen und möchte da wirklich mich auf mich selbst konzentrieren erstmal. Zumindest nichts zu Aufwendiges machen für andere, sodass ich selbst erstmal gucken kann, was ich so auf dem Kanal machen möchte. Okay, wollen wir einen Giergiant bauen? Das wäre eine Option. So ein Giergiant und dann Blechgoldfisch raussuchen. Ne, komm, wir machen das mal so. Bisschen weitere Plays vorbereiten und so. Dann machen wir hier den Silver weg und suchen uns einen Blechgoldfisch. Und dann normeln wir Yellow. Es macht keinen Sinn, jetzt den Blechgoldfisch direkt zu verbraten. Dann habe ich nächste Runde noch was. Dann nehmen wir uns den Green. Ich habe leider keinen Gofu gezogen. Mit Gofu wäre es dann wirklich die richtige, fertige Hand, so wie man sie haben möchte. Rafflesia oder Kastel? Ich mach mal Kastel, komm. Wir machen mal Kastel. Wir machen mal Kastel. So, dann machen wir die beiden weg. Ich habe jetzt halt nur Beatsticks auf dem Board, ne? Und mixen das Ding ins Deck rein, damit es nicht wiederkommt. Und dann, ja, Beatsticken wir ein bisschen rein. Wenn ich ihn jetzt normal getötet hätte, dann wäre logischerweise das Ding mit 2-8 zurückgekommen, hätte dann meine Rafflesia überrannt im Kampf. Das ist halt scheiße, deswegen kann ich die gerade nicht wirklich machen. Und Vedder genauso, von daher. Ich denke, es ist so ganz okay. Wir haben Strike, wir haben nicht viel, muss ich sagen, leider. Aber gut, vielleicht überleben wir die Runde. Mal schauen. Wir werden es merken. Wie gesagt, ich bin ein bisschen gehandicapt in dieser Runde, weil sein Deck schon stärker ist. Aber wir haben die Brilliant gezogen, zumindest einmal. Das ist schon viel wert. Ich hoffe mal, es wird ein schönes 2-1 zumindest. Das wäre schön. Also so eine kleine Fun-Runde. Okay, er klatscht mir wieder das Ding hin. Ich muss sagen, ein bisschen habe ich drauf gehofft, weil das Ding nämlich den Strike fressen kann. Und das ist relativ gesund. Er muss nur die Targets aussuchen. Er denkt lange nach. Okay. Nö. Die bleiben mal bitte auf meinem Board. Dankeschön. Ja gut, wenn er jetzt noch viel, viel mehr machen kann, dann ist es vorbei. Dann geht nichts mehr. Aber ich denke, ja, hätte ich viel mehr machen können? Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, die Starthand des ersten Duells war komplett RIP. 5 Monster zu ziehen ist nicht gut. Surrendered. Okay, 1-1. Gut. Ja, kommt von ihm nicht. Dann haben wir heute, glaube ich, eine relativ schnelle, gechillte Runde. Safe. Gut, will ich was siden? Eigentlich nicht. Was will ich denn siden? Mein Gott, das ist so traurig. Man hat so ein Side-Deck vor sich und hat so gar nichts dagegen. Ja, ich könnte Kaijus machen, aber was bringt das? Wenn er was hinlegt, bin ich eh tot. Also, pff, nee. Macht keinen Sinn. Mask of Restrict geht natürlich nicht. Stygian Dirge, er macht eh keine XC-Plays. Wailer könnte man machen, ja.
Wailer könnte man tun, das ist das Einzige, was vielleicht noch in Frage kommt. Vielleicht ein Wailer rein? Okay, machen wir mal Wailer rein. Damit ich was gesidet habe, komm. Was packen wir denn raus? Vielleicht ein Kagito Kagen? Mache ich eigentlich nie so gern raus. Man könnte zur Oase noch den dritten Green Gadget kann man raus sein, natürlich. Kagito Kage kann man raus sein. Kagito Kage kann man raus sein, ja. Machen wir das mal so. Dann kann ich diesen Dreifach-Crush vielleicht aufhalten und bin ich direkt OTK. Ja, komm, wir machen das so. Ist vielleicht nicht das Beste, aber gut. Darf ich anfangen? Ich nehme an, er lässt mich anfangen, genau. Alter, diese Hand, es ist so traurig. Wow. Rip me, ey. Ja, das ist gar nichts. Das ist wirklich mit die schlechteste Hand überhaupt. Ja gut, wir specialen Gofu, machen beide Spielmarken und... Rip. Ja, ultra schlechte Hände. Machst du nix. Wir setzen den Gadget mit der höchsten Verteidigung natürlich, mit 1500, wobei das kaum wichtig sein wird. Die Sache ist, alles was ich bauen kann mit dieser unfassbar schlechten Hand ist ein Drachenmech, der nichts crushen kann. Deswegen lege ich da lieber so viel hin, wie es irgendwie geht und sage Endphase. Bitte hab eine Brickhand. Boah, ist das lame. Das ist schade. Wirklich, nach dem 1-1 habe ich gehofft, dass jetzt eine schöne dritte Runde passiert. Ich darf ja gern verlieren, ist ja vollkommen okay, aber dann bitte nicht so dumm. Bitte, indem ich irgendwie missplay und selbst dran schuld bin und mich drüber aufregen kann oder indem ich irgendwie zumindest, keine Ahnung, geoutet werde, ja. Aber das ist ja alle drei Gadgets und beide Gofus aus dem Deck. Das ist hart. Nochmal Toybender, okay. RIP, Leute. Das wird nicht zu gewinnen sein. Sehr, sehr schade. Wie gesagt, nochmal sorry dafür, dass bei mir kein Tech-Duell kam. Ich habe mich mit Kolste insofern abgesprochen, dass ich ihm halt gesagt habe, ich habe mich ein bisschen spät gemeldet, ich habe ihm gesagt, dass ich, wenn ich ein Tech-Duell spielen soll, wirklich nur Freitagabend oder Samstag das Ganze führen kann, wenn Hanacamp da war. Der war ja übers Wochenende bei mir, übers letzte Wochenende, und es ging nicht an den beiden Tagen. Er hätte nur vorher gekonnt, also Kolste, was ja auch okay ist. Und somit war es leider nicht möglich, einen Termin zu finden. Ging leider nicht. Und ich möchte um Gottes Willen kein Tech-Duell spielen, bei dem ich nicht mit meinem Gegner reden kann. Das ist das größte Cancer-Match aller Zeiten dann. Das sparen wir uns. Deswegen nein. Und deswegen ist es halt nicht dazu gekommen. Wir haben jetzt noch eine Fun-Runde, eine Meta-Runde und eine Low-Meta-Runde. Im Endeffekt zwei Low-Meta-Runden und eine Fun-Runde, weil ich halt hier jetzt auch Low-Meta spiele. Und dann ist die Jill-Runde vorbei. Die Jill-2-Runde. Kannst du mich OTK'n? Wäre sehr schade. Oh, es wäre so lame. Bitte nicht. Bitte nicht OTK. Lass mir noch eine Runde. Vor allem, ich hätte wirklich gut gegen ihn spielen können, muss ich wirklich sagen. Ich denke, wir hätten wirklich gewonnen, wenn ich nicht so unfassbar scheiße gezogen hätte. Ihr habt ja eben gesehen. Die richtigen Negates auf die richtigen Karten sofort Kill bei Fluffel. Da kann man echt noch gut spielen, aber nein, dann so eine Hand. Das macht mich salty. Also, was jetzt noch passieren kann, ist natürlich, dass ich die Runde überlebe und jetzt Brilliant Fusion topdecke. Das wäre natürlich Hartgönnung. Wenn das passiert, dann will ich nichts gesagt haben. Dann wird es doch nochmal ein relativ spannendes Duell. Aber so... Nicht gut. Ich hätte auf jeden Fall nicht Fusionsgebiet reinsiden sollen, aber... Ihr habt ja gesehen, ich habe die reingesideten Karten nicht gezogen. Von daher, ja. Nö. Ja, wow, er hat alles. Ja, GG. Was soll ich tun? Mit der Starthand, Alter, da geht nix. Wobei, bin ich... Doch, ich bin tot, ja. Wir schauen jetzt mal kurz, wie viel er banishen kann. Drei, ne? Ich hab drei gesehen. Eins, zwei... Nee, doch nicht. Bin ich doch nicht tot? Moment, kannst du nicht was banishen? Ah, du kannst es auf den Friedhof legen. Ja gut, jetzt bin ich OTK. Ja, RIP. Lämste Runde der Jill bisher für mich, ehrlich gesagt. Ja gut, was willst du tun? Erste Runde
ja, schlechte Hand, okay, man konnte noch ein bisschen spielen, aber das war halt sofort FTK von ihm. Zweite Runde okay gezogen, war nicht dünner Hand, aber war wirklich solide. Man konnte was machen, auch sofort gewonnen. Drittes Duell, 2 Gofu, 3 Gadgets, GG. Da hätte ich es eigentlich sofort surrendern können. Aber gut, da es ein Turnier ist, spiele ich es natürlich zu Ende. Bis zum nächsten Mal, tschüss.